gar nicht zum Tango gekommen, sondern der Tango ist eigentlich zu mir gekommen. Ich bin nur mit dem Hund Gassi gegangen, wie so oft, und wurde dabei von einem Tango-Lehrer, dem lieben Augusto, gesichtet, der sich schon lange vorgenommen hatte, mal Blinde zu unterrichten. Liebe Leute, willkommen zum Tango Senix. Heute haben wir einen besonderen Gast. Anna! Eine Freundin von Hanna. Und sie möchte auch Tango lernen. Das war eine spannende Erfahrung, muss ich sagen, weil das ja jetzt auch nicht, man macht das ja nicht jeden Tag. Und vor allem Tango tanzen, also das habe ich eigentlich noch nie gemacht. Aber du hast ja keine Tango-Schuhe dabei, dann gebe ich dir. Hoi! Du musst über die Schuhe ziehen. Kann ich helfen? Ja. Sonst muss ich das alleine machen, dann muss ich wieder der Mann sein. Dann fangen wir einfach mit beiden Händen. Ja, so, okay. Ja. Und bei ihm läuft das eigentlich so, dass er sich die einzelnen Leute immer schnappt und mit ihnen tanzt. Also man kriegt das einfach irgendwann ins Körpergedächtnis. Ne? Es ist nicht so, dass man jetzt vorher irgendwie ganz planvoll durchgeht, welchen Schritt man wohin macht, sondern man muss es einfach übers Fühlen erlernen. Gerade beim Tango-Tanzen führt immer einer den anderen. Und dadurch, dass Hanna blind ist, hat sie gesagt zu mir, sie verliert die Orientierung und muss geführt werden. Wenn sie zum Beispiel auf einer überfüllten Tanzfläche steht. An geführt werden sind ja Blinde schon sehr, sehr gut gewöhnt. Insofern ist es vielleicht der ideale Tanz. Ich konnte das aber nicht übernehmen, weil ich selbst die Schritte nicht drauf hatte. Zurück, kreuzen. Und zurück. Seiten. Wieder. Ja! Dann hatten wir das probiert. Okay, dann setz doch einfach mal die Maske auf. Vielleicht ist es mit der Maske besser. Hada, bestimmt. Jetzt habe ich eine Überraschung für dich. Ja. Und ich hatte diese Maske auf, also die Augen waren zu und auf einmal konnte ich mich fallen lassen. Und dann war das sehr harmonisch mit Hanna. Wir konnten die Schrittabfolge super gut. Auf einmal lief es ganz, ganz anders, weil man sich wirklich nur auf die Füße konzentriert hat und nichts gesehen hat. Es ist schnell weg, ja, oder? Ja, es ist schnell also weg. Ich merke also das, die Orientierung ist doch. So links, rechts, keine Ahnung. Ich denke aber schon, dass das mit Augenbinde vielleicht sogar einfacher ist, weil man sich nicht so von den ganzen visuellen Reizen um einen rum ablenken lässt. Also das ist auch das, was Augusto auf die Idee gebracht hat, Blinden Tango-Unterricht zu geben, dass er sagt eben, dass er das bei sehenden Tänzerinnen beobachtet, dass sie viel konzentrierter tanzen können, wenn sie eben eine Augenbinde aufhaben. Man ist dann ja gezwungen, irgendwie ganz bei sich zu bleiben, hat diesen einen sehr dominanten Sinn ausgeschaltet und ist dann vielleicht wirklich mehr bei der Musik und bei den Bewegungsabläufen, bei seinen eigenen natürlich und bei denen des Partners. Bravo! Das funktioniert gut. Funktioniert. Mit der Brille ist viel besser. Da bist du ganz nicht. Wenn du dich auf jemanden verlassen kannst, ist die Dunkelheit nicht mehr so schlimm. Das ist nämlich ziemlich abgefahren. Mit Hanna war das eine sehr. Ich konnte mich auf sie verlassen. Das Tanzen hat funktioniert. Und ich glaube, Dunkelheit ist leichter zu ertragen, wenn man sich auf jemanden verlassen kann.